Okay. Knacken. Das ist jetzt der ganz große Raum mit ganz, ganz vielen Magiern. Okay. Angriff, Magier. Zwei Krieger von hinten, das ist nicht so schön. Zauber, Kampf, Blitz. Merken, die vor Mürrim, der vor Mürrim ist geblendet. Zauber, Kampf, Blitz, die findet. Kommt an keinen ran, das ist nicht so schön. Kultist, lieber den Priester. Okay, die beiden Priester um Mürrim rum sind geblendet. Du, stell dich mal da ein. Du kümmerst dich um die beiden Krieger. Du hilfst Terek. Ach Mist, da waren noch Bewegungspunkte über, oder? Nee. Du auf den. Talana ist geblendet. Nein. Ich sollte die eigentlich im Horophobos da oben wegschicken, aber jetzt ist sie geblendet. Das ist nicht so schön. Und sie kann die beiden da unten nicht verzaubern. Von hier vielleicht? Ich glaube nicht. Kampf, Blitz. Nein. Okay, dann stell dich neben Gerugon und gib ihm gleich einen Acceleratus. Und ich hoffe, Talana überlebt das. So, du dahin den hauen. Du hau den zu Klopp. So, du. Zauber. Kampf, Blitz. Auf den. Okay, der und der sind geblendet. Angriff. So, der schlägt eh nur auf Terek ein, warum auch immer. Und du hilfst da jetzt mit, indem du Terek einen Acceleratus gibst. So, du haust den. Ah, Talana kriegt den ersten Schaden, okay. Zaubern. Bewegung, Acceleratus auf Giruga. So, du haust den. Kaputt. Der ist auch wieder wach. Oh, Talana kriegt schon wieder einen ab. Angriff, Priester. So, du. Zauber, Kampf, Blitz auf den. Da müssen wir schauen, wie es Talana geht. Bewegung dahin, Angriff. Talana ist noch auf dem grünen Zweig, das ist okay. Zack. Du, Angriff den. Du, Angriff den. Komm schon. Oh, sie kann wieder. Sehr schön. Zaubern, Beherrschung. Horiphobos. Sie kann das viel besser als ich. Nein! So, du hau den. Kaputt. Du hau den. Kaputt. Du hau den. Wahrscheinlich nicht kaputt. Du hau den. Komm schon. Der untere müsste noch geblitzt, ich finde, sein. Also kannst du sichern. Du hilfst damit. Mürrim ist geblendet. Und du machst nochmal Beherrschung. Horiphobos auf den. Horiphobos! Was los? Was soll das? Angriff auf den. Angriff auf den. So. Du gehst mal in Richtung Talana. Du ebenfalls. Du sowieso. Und Talana geht gleich einfach weg. Weil anscheinend funktioniert der Heufobus bei denen nicht. Und
das wäre ja wieder Verschwendung von Astralenergie. Also dahin. So, du dazwischen. Du dahin. Du mit deinen 11 Bewegungspunkten kannst dahin gehen. Und sichern. Du den Rücken. Du bleibst Terik. Komm schon, Terik. Bewegung dahin, den hauen. Sehr schön. Und gleich nochmal. Und den da. Genau, schön ranlaufen. Und schöner Treffer. Und schöner Tod. Das waren ein paar mehr. Aber es sieht auch wichtig hier aus. Dämonengesicht. Eine Opferschale. Und ein Tor, das aufgeht. Noch eine Schale. Ein sehr großer Raum. Oh oh. Großer Raum. Drache. Drache. Hylialala Feuer. Gegen einen Drachen. Wo ist Gwen denn da? Shuri-Knollengift. Benutzen, nicht trinken. Dolch ist nun vergiftet. So. Die anderen haben damit ein Problem, ihre Waffen zu vergiften, und wir werden keine vergifteten Waffen rumreichen. Das Ding ist immer noch kaputt. Angstgift nicht verwendbar. Ja, gut. Achso, jemand hatte noch einen Ignifaxius-Ring. Ist der verwendbar vom Finger aus? Wir sind im Kampftest wahrscheinlich. Und es ist kein Drache im Raum. Okay. Oder er... Oh. Du bist kein Drache? Du bist ein Zwerg. Du bist... Oh oh. Ihr dachtet wohl, ihr hättet mich in die Enge getrieben. Wer bist du? Weit gefehlt. Ihr seid in meine Falle gegangen. Wir haben alle eine Freundin umgebracht. Arkandor. Arkandor. Wird sich um euch kümmern. Drache, Drache. Okay, Tastenversteinerter Zwerg, das wird Ingramosch sein. Müssen wir jetzt entsteinern oder können wir das später machen? Weil ich würde sonst ganz gerne meine Astralenergie jetzt verwenden, um den Drachen da zu töten. Oder nee. Du lauf mal dahin, um Terik abzupassen. Dabei gibst du ihm einen Acceleratus. Du läufst dahin und gibst ihm Acceleratus. Und du zauberst einfach einen Ignifaxius und bist dann alle. Inkende. 41. Sehr schön. So, du läufst zu ihr.
einen Trefferpunkt. Ja. Du bist aber ganz schön weit weg. Ich glaube, Mürum gibt beiden Acceleratus und sie läuft einfach nur näher ran, um mit dem Schwert von Arator zu schlagen. Und du mit deinem Giftdolch versuchst das Gleiche. Du mit deinem Drachentöter. Von wo kannst du angreifen? Kannst du hier angreifen? Nein, musst näher ran. Okay. Angriff. Kattendor. 24 und 26. Oh. Angriff Akandor. Der Drachentöter ist sinnigerweise super gegen den Drachen. Zaubern. Kampf Fulmen. Gegen den Drachen. Fulmen! Au. Mürren schon wieder. Okay. Du solltest eigentlich noch nicht dran sein. Oh, na gut. Stell dich mal dahin. Sichern. Warum immer Mürren? Das verstehe ich nicht ganz. Okay, da musst du hin. Wegen dahin. Angriff. Akandor mit dem Gift. Und das Gift funktioniert nicht. Gegenstände. Goldschiff benutzen? Nein. Sie hatte den Ignifaxius-Ring, oder? Gegenstand wechseln zu. Nicht Decke. Gegenstand Decke benutzen. Gegenstand wechseln. Drachenklaue vielleicht? So, nächste Runde probieren wir es mal aus. So, Mürrem ist ganz schön angeschlagen. Bewegt sich dennoch zwischen die beiden und zaubert ein Acceleratus auf Gerogon, weil Gerogon momentan wurde bereits beschleunigt. Oh. Okay, dann zurück. So. Du wolltest ran wegen dem Schwert. Du wolltest einfach nur hauen. Verletzt Gerogon mit 3. Du hast noch ein bisschen was über. Kannst im Nahkampf aber nicht so wirklich viel ausrichten. Geh mal weg. Kannst du von... So, du mit deinem Dolch. 13. Au, au. 17, das ist schon ein bisschen heftiger. Angriff Akandor. Mist. So, Gegenstand. Drachenklaue benutzen. Drachenklaue kann nicht benutzt werden. Gegenstand wechseln. Sonst hat sie nichts. Doch die Fiole, aber die wissen wir nicht, was sie machen. Gegenstand wechseln. Fiole. So, das ging daneben, sehr gut. Zauber. Was könnte sie jetzt noch sprechen? Acceleratus auf Yallen, damit sie öfters mit dem Schwert zustechen kann. Oder auf Gwendolyn. Oder ein Heilzauber, falls es eng wird. Ich glaube lieber das. Den Drachen blenden? Ich glaube nicht. Könnten Formiklus raufschießen, aber die beiden Jungs machen mehr Schaden. Und es wäre wichtiger, die zu heilen. Also nee, du haust einfach nur mit bloßen Fäusten auf ihn ein. Genau. Wow, 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 wer wird ohnmächtig? Mürrem wird ohnmächtig, warum zur Hölle das? Paradepatzer, 50 Trefferpunkte mal eben. Warte mal, du hast... Fexschild, nö, Angriff. Du... benutzte Fiole. Mit einer Grimasse wirkt Talana des übel riechenden Flüssigkeit hinunter und schon bald bemerkt sie ein wohliges Kribbeln im Bauch. Der Drache guckt sie gleich an. Talana hat sich gerade gewürzt.
Angriff. Ich verliere schon den Überblick, wie viel Schaden er genommen hat. Wir haben ihn schon richtig häufig getroffen. Also 200, 300 bestimmt. So, du, geh mal näher ran. Okay. Du. Angriff, Akandor. Du hast jetzt irgendetwas bekommen durch den Fiole, aber wahrscheinlich nur eine kleine Heilung und dergleichen. So, du stellst dich mal da und versuchst auch zu hauen. Kannst du. 4 Trefferpunkte. Nicht so wirklich viel. Angriff. 26. Oh. Okay, Angriff. Angriff. Nee, du bleibst da hinten. So, Gegenstände hast du was. Hylialer Feuer benutzen. Unsere Jungs stehen ziemlich nah dran. Ich glaube, du solltest mal weggehen. Und das von hier hinten da irgendwo hinwerfen. So. Sichern. Angriff. Drache. Paradepatzer. 21 und 25. Und gleich nochmal. Zwei Treffer los, okay. Alles okay. Alte Option. Alte Option. Warum ist Mürrim so schnell umgekippt? Dieser Atem von ihm muss komisch sein. Na gut, sichern. Alte Option. Alte Option. Und jetzt Gegenstand Hylialer Feuer auf Drache. Oh, die Explosion des Hylialer Feuers schüttet die ganze Gegend. Vielleicht doch nicht so gut. Aber 25 Trefferpunkte abgezogen. Ihr habt euch als... Als was? Ehrenhafte Kämpfer erwiesen. Haben wir das. Okay. Machst du dann den Jungen wieder aus... Also du bist kurz davor zu sterben und schenkst uns dann das Leben dafür. Das ist sehr nett von dir. Level up und Ingramosch. Okay, aber erstmal Level up. Von Hand, Körperkraft. Aberglaube, Misslung ist okay. 4 Lebensenergie ist sehr gut. Stichwaffen. Boah, das war mal ein Kampf. Aber geschafft, wir haben Ingramosch, wir haben den Salamanderstein nicht mehr. Den hat der Magier. Und der Magier war der Drache? Das ist alles ein wenig verwirrend, da müssen wir gleich gucken. Intuition sollte noch unbedingt steigern, genau. Und vielleicht noch einmal Schlösser knacken. Handwerk, Schlösser. Handwerk, Schlösser. Komm schon. Misslung. Nee. Taschendiebstahl. Einmal gelungen. Letzte Chance. Zweimal gelungen. Sehr schön. Noch irgendwas Wichtiges. Wissen, nö. Gesellschaft. Ja, eigentlich alles. Ruhe betören. Betören. Betören will sie nicht. Was mit Lügen? Lügen ist doch praktisch für dich, oder? Nicht das da. Das da. Lügen. Gelungen. So, Mürrim sieht ganz und gar nicht gut aus. Talenten anwenden, Wunden heilen, Mürrim. 14 Lebenspunkte. Und eigentlich alle anderen auch. Ja. Talent anwenden, Wunden heilen, Gwendolyn, kann sie nicht. Talenten anwenden, Wunden heilen, Gerugon, jo. Talent anwenden, Wunden heilen, Dirk. Talent anwenden, Wunden heilen, Mürrim, war eben gerade. Wunden heilen, Talana, auch gerade, okay. So, Drache ist kaputt, Ingramo.
Bist du irgendwie versteinert noch oder haben wir dich entsteinert? Sehr komisch, so. Ist hier irgendwo der Salamanderstein? Oder war das nur das Haustier von dem Magier? Sieht fast so aus. Also stimmt, der Magier hat sich wegteleportiert und der Drache kam aus der Höhle raus. Ja, okay. Das heißt, wir müssen jetzt den Magier finden und dann ohne Astralenergie und ohne Essen umschlafen zu können, den Magier besiegen. Das klingt ganz und gar nicht schwierig. Eine Dämonstatue und eine Treppe hoch. Nachdem ihr das Gewölbe verlassen habt, sucht ihr euch eine ruhige Ecke und wartet auf eure Kameraden. Ein Elf kommt euch entgegengelaufen. Elsurion Stern. Ihr habt ihn tatsächlich gefunden. Kommt schnell, die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ich habe ein Boot, damit können wir fliehen. Ich werde mich unterwegs um den Prinzen kümmern. Während der Bootsfahrt verbindet Sternlicht Ingramoschs Wunden. Und mit Hilfe einiger heilender Sprüche kommt der Zwerg wieder zu sich. Als ihr ihm die ganze Geschichte berichtet und den Salamanderstein übergeben habt, sieht er den Elfen nachdenklich an. Bringt mich zu eurem König. Wir haben vieles zu bereden. Am nächsten Tag verlasst ihr den Fluss und Elsurion besorgt eine Kutsche. Ingramosch ist schnell wieder zu Kräften gekommen und sitzt die meiste Zeit bei Elsurion auf dem Kutschbock, wo sich die beiden leise unterhalten. Über Quirasim reist ihr weiter nach Osten, bis ihr am folgenden Tag eine elfische Siedlung erreicht. Zwar beäugt man euch misstrauisch, aber nach einigen Worten Elsurions werdet ihr herzlich willkommen geheißen. Die folgenden Tage seht und hört ihr nichts von den beiden, aber immer mehr Elfen und Zwerge treffen ein. Die Verhandlungen beginnen. Nach 2 Wochen kommt Elsurion zu euch. Es ist vollbracht. In einem, spätestens in 2 Jahren, werden wir die Orkenbrut dahin treiben, wo sie herkam. Heute Abend jedoch gibt es ein Fest. Unser König wird sich zum ersten Mal seit über 400 Jahren den anderen Völkern zeigen. Das Fest nimmt seinen Lauf. Und vor allem die Musik übertrifft eure kühnsten Erwartungen. Doch dann erhebt sich am Kopf der Tafel ein Elf und winkt euch heran. Das muss er sagen. Der legendäre Elfenkönig. Der König mustert euch lang, bis sich endlich ein feines Lächeln in seine Züge stiehlt. Ihr habt den Salamanderstein gebracht, ohne den das Bündnis nie zustande gekommen wäre. Wir stehen alle in euren Schuhen. So wisset denn alle, dass diese hier von nun an unter meinem Schutz stehen. Unser Land, die Berge, die Flüsse und die endlosen Wälder, sie stehen euch offen, solange ihr lebt. Wow, okay, zuallererst, wir haben den Salamanderstein wohl doch bekommen von dem Drachen. Ingramosch war zu dem Zeitpunkt wohl nicht versteinert, sondern einfach nur eine Art Paralysezauber. Und dann sind wir raus und das Ganze ging gerade seinen Lauf. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Herausforderung bestanden und zur Vereinigung der Elfen und Zwerge beigetragen. Wir hoffen, Sie mit dem Abschluss der Nordland-Trilogie wieder unterhalten zu dürfen. Versäumen Sie nicht, dafür schon einmal abzuspeichern. Ihr Attic-Team. Ja, das werde ich gleich machen, aber ich will jetzt nicht drücken und dann geht die Aufnahme plötzlich weg.
das Spiel selber. Also es hat mir besser gefallen als als Schicksalsklinge. Oder sagen wir es so, es hätte mir besser gefallen können als Schicksalsklinge. Denn Schicksalsklinge ist doch recht trocken. Also man findet nicht ganz so viele Sachen, die Dialoge an sich sind ein bisschen kürzer gehalten und man läuft recht viel planlos durch die Gegend. Sind wir hier zwar auch, aber ich habe mich irgendwie besser unterhalten gefühlt. Der einzige Nachteil bei Sternenschweif sind halt, man geht 2 Schritte durch den Wald und ist tot. Dann lädt man neu. Oh, jetzt werde ich gezwungen abzuspeichern. Okay, neu. Ja, LP105. Aber ich drücke jetzt nicht Enter, sonst ist wirklich die Aufnahme weg. Man geht 2 Schritte durch den Wald, kippt tot um, weil eine Schlange einbeißt. Dann lädt man neu, man geht 1 Schritt durch den Wald und man ist tot, weil man in ein Sumpfloch fällt. Schwierigkeit, schön und gut. Aber nicht durch random Events instant tot. Das finde ich einfach nur unpassend. Also ja, als Spielleiter, wenn man das Ganze als Pen-and-Paper-Runde sieht, gibt es Situationen, wo man den Helden wirklich eins reinwürgen muss. Damit sie auch sehen, hier kommen sie nicht weiter, sie müssen einen anderen Weg gehen. Aber nicht mit instant Tod. Das ist einfach nicht schön. Aber ja, alles in allem sehr schönes Spiel. Wenn auch nicht so schön, wie ich Schatten über Riva in Erinnerung habe. Also den dritten Teil. Darauf freue ich mich also immer noch. Und auch mehr als jetzt auf den zweiten. Der zweite war für mich interessant, weil ich ihn halt nicht kannte. So gut wie gar nicht. Beim dritten weiß ich, was auf mich zukommen wird. Und ich weiß auch, dass es schön wird. Und es nicht diese frustrierenden Durststrecken gibt, wie es sie hier geben wird. Aber ja, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen und wir sehen uns bei meinen anderen Projekten. Bye, bye. Oh, der wirft mich ja doch gar nicht raus. Okay, dann halt so. Bis die Tage.